meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Alles klar, und mit diesen Worten begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ja, bei einem neuen Part, jetzt geht's weiter und ich merke gerade, mein Timer ist ausgegangen. Na gut, dann muss ich jetzt meinen zweiten Bildschirm in Betrieb nehmen und ein wenig auf die Zeit achten. Nebenbei schließe ich meinen Timer mal an den Akku an. An den Strom. Alles klar, ich habe auf die Uhr geguckt. Hinweise zur Herstellung brauchen wir nicht, aber ich gehe jetzt hin und in der letzten Episode ist mir das Spiel abgeschmiert und wollte sich über den Abend hin auch nicht mehr starten lassen. Inventar können wir nicht mehr auffüllen. Ich hoffe, dass mein Computer sich jetzt nicht aufhängt, so. Und wir gehen jetzt hin, nehmen Faustwaffen, die 6P9. Ja, würde ich sagen, nehmen wir einfach mit Schalldämpfer. So, und hier ist er abgeschmiert gestern, alles klar. Super, ausrüsten anstatt des Scharfschützengewehres. Okay. Dann gehe ich nochmal hier ganz kurz in die Sturmgewehre, in die Sturmgewehrabteilung quasi. Was haben wir denn hier für ein Schmuckstück? Die F1. Oh, jetzt nervt mich hier gerade Windows Update. So. Die SCG-90 würde ich sagen mit Rotpunktvisier oder erweiterten. Ich sag erweitertes Magazin. Denn eigentlich passt mir persönlich das so ziemlich gut. Und auch ausrüsten anstatt der AK. Alles klärchen. Weiter geht's, jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich das hier einigermaßen so hin platziere alles. Sprich Tastatur, Mikrofon, Maus und dieser ganze Kram, dass das alles einigermaßen komfortabel zu zocken ist. So, hier hätten wir jetzt eine neue Kill-Mission, allerdings würde ich sagen, lassen wir die erstmal. Und führen jetzt die wundervolle Mission aus, die uns aufgetragen wurde. Könnten eigentlich auch ein bisschen Haie jagen gehen jetzt. Na gut. Machen wir das erstmal. So. Ja, ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach hin. Jetzt habe ich Motorton auf einer Seite meines Headsets. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Und das auf Surround umstellen. Tut mir leid. So, das ist nämlich sonst ziemlich unangenehm. So. Lalalala. Gut, ja, wir fahren jetzt einfach mal hier zu der Markierung. Scheiße. Oh, ausgerechnet dieses wunderschöne schnelle Auto versenke ich, ey. Das ist doch nicht zu glauben. Na gut, da vorne steht das nächste Auto. Ah, Mist. Alter, weißt du, ausgerechnet dieses tolle Auto. Weil das schnellste ist hier in diesem Spiel. Gut, was soll's. Kannst du nix machen. Wow, 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 Kollege. So, und diese Mission habe ich schon mal gespielt. Dementsprechend denke ich, weiß ich auch, wie ich hier vorgehen werde. Aber in erster Linie hole ich mir hier die Kiste. Was haben wir denn hier? Oh, Schweine. Komm mal her, ein bisschen. Das Aiming proben. Alles klar.
Also wirklich viel Munition ist das ja nicht, was man hier mit sich nimmt. Und irgendwie ist auch meine Maus momentan noch nicht so stabil. 30 FPS, das merkt man halt schon beim Aiming. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das vielleicht auf 50 hochstelle. Damit das Aiming flüssiger läuft. Ja, generell muss ich gleich mal wieder in Vollbildmodus stellen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß auch, wie ich das mache. Ich hätte den vielleicht eben schon markieren sollen, aber ist auch egal. Ach, was am Arsch. Ich verlasse doch nicht das Missionsgebiet. Das nennt sich taktisches Vorgehen, du Vollspasti. So, hier muss ich aufpassen, denn hier gibt es Haie. So, und zwar schleiche ich mich hier von der Strandseite an. Das hat zumindest damals, als ich sie gespielt habe, ziemlich gut geklappt. So, dann nehme ich mal hier ganz kurz die Kamera. Haben wir da oben irgendwen? Bisher nicht. Ich weiß aber, dass hier irgendwo einer war. Da vorne sehe ich schon einen. Eins. Da war doch eben noch einer. Ja, hier irgendwo war eben noch einer. Ja, ist auch geil. Hier ist noch einer. Den kann ich gleich mal wegholen. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Alles klar. Das hat schon mal keiner mitbekommen. Das ist schon mal gut. Mal eben hier die Leiche plündern. Es geht schon mal gut los. Einen hätten wir weg. Ich denke, ich werde auch so weit es geht stealth-mäßig vorgehen. Hier ein bisschen ducken. Da haben wir den zweiten. Oh, hätte ich jetzt ein Sniper-Gewehr. Oh! Nice, genau die müssen wir uns auch holen. Das ist die Frage. Wie machen wir das am besten? Gehen wir auf ihn? Oder schleichen wir uns ran und machen das mit dem Takedown? Wir können uns dahinter gut verschanzen. Ja, ich glaube, das machen wir. Mal gucken, wie gut das geht. Hier ist ein Schwein in der Nähe. So, how looks? Jawohl. Alles klar, das hätten wir doch schon mal super gemacht. Hier auf der anderen Seite sind auch ganz viele Piraten. Hallo? Geht doch. Okay, jetzt Entdeckung vermeiden. Funker lautlos töten und an ihre Informationen zu kommen. So, da haben wir einen. Wo markiert er den denn nicht? Keine Ahnung. Egal, ich plündere hier erstmal die Kiste. So. Dann mache ich hier mal Kameramodus. Da hätten wir einen. Da hätten wir den zweiten Funker. Alles klar. Aber ich glaube, ich kann das nicht bringen, den so auf einem Feld abzuknallen. Oh Mann, hoffentlich sieht mich gleich keiner von hinten oder so. Aua.
Ich sollte nicht ins Feuer rennen. So, kurz heilen. Er kommt wieder. Müsste ich ihm theoretisch gleich einen Headshot geben können. Er kommt auch hierher. Scheiße, das habe ich verkackt. So, einen hätten wir. Schnell! Mission gescheitert. Ach, scheiße. Alles klar. Auf ein neues. Also müssen wir wirklich, wirklich stealthy vorgehen. Na gut, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Lief ja schon recht ordentlich bis eben. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Jawohl. Alles klar, dann gehen wir nochmal hier hoch. Ach, die haben wir schon jetzt. Okay. Da haben wir den zweiten Funker. Ja, komm, dann schleichen wir uns jetzt da längs an. Gut. Gut, dass sie so rot angezogen sind. So, ihn haben wir. Alles klar, ich schwimme jetzt hier hin. Er ist weiterhin nach hinten gedreht. Das kam von So. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht entdeckt werde. Beim Plündern dieses Kollegen. Was? Alter, nein. So, Leiche plündern. Okay, okay, okay. Scheiß drauf. Alter, der müsste schon lange down sein. So, der hat zwar Signalfeuer abgeschossen, aber was soll's. Mann, Alter, nein. Das ist ja nicht zu glauben. So. Jetzt zum Funkgerät. Jo, sofort, sofort. Immer mit der Ruhe. Shit. Ich würde hier ganz gerne so ein paar Kisten mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Aber ich weiß nicht, wo die stehen. Das ist ein bisschen fail. Ach egal, lass mir das. Ab zum Funkraum. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob da oben auch noch welche waren. Aber ich meine, wenn, ist auch egal. So. Lalalala. Ist halt auch schon ein bisschen her. Aber gut. Let's get in. Körperpanzer, neues Tutorial. Körperpanzer reduzieren den erlittenen Schaden. Achte auf das blaue Feld, neben der Minikarte kaufe neue Körperpanzer an Shop. Alles klar. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Komm hierher. Ich bin soweit.
Jetzt oder nie. Okay, jetzt müssen wir die Verstärkung wirklich beseitigen. Allerdings mache ich das. Schwierigkeit. Du kannst jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern. Du findest die Option im Bereich Gameplay. Ja, komm. Alles mit der Ruhe. Das wird schon. Dass ich ihn auch nicht treffe, ey. Igitt. Ach, wisst ihr was? Fickt euch doch. Haha. Na, wer ist jetzt am Lachen, Kollege? Scheiße! Hi, 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 hi. Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt aber weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Alles klar. Sie wissen nicht, wo ich bin? Ich muss mich schnell heilen. Da oben lief einer rum. Ich versuch's aber... Das ist so unlogisch, dass sie mich sehen. Ah, von wegen erweitertes Magazin, Alter, da ist ja gar nichts drin. Mein Aiming ist gerade echt eine Katastrophe. Alter Schwede, was ist denn da los? Ich treffe ja gar nichts gerade. Hä? Ah, da unten. Kopfschuss, jawohl. Schnell nachladen. Wo ist er denn? Hier, viel Spaß. Alter! Wie ich einfach nichts treffe? Okay, komm, den holen wir uns jetzt mit C4. Tschüss. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Jason, Vaas will unseren Tod. Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Alles klar. Aber bevor wir hier weggehen, werde ich erstmal... ein ganz gediegenes Ründchen Leichen plündern. Mann, Alter, bist du behindert. Also ich habe das Gefühl, dass ich mit der AK doch noch ein bisschen besser umgehen kann. Muss hier mal gucken. So, dann waren hier noch welche, genau. Also irgendwie ist die Steuerung ein bisschen schwammig. An die 30 FPS muss ich mich halt nochmal gewöhnen. Es sind halt nur die Hälfte an Bildern, die ich sonst sehe, beim Zocken. Ja. Dann einmal hier rüber. Na gut. Aua. So, dann stoßen wir... dieses Bötchen ins Wasser. Komm, hoch da. Jawohl. Alles klar. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zu Jason. Ich weiß, hier sind noch eine ganze Menge Beutekisten. Aber die holen wir uns. Ja, komm doch, die holen wir uns. Der Part ist hier noch nicht so lange, beziehungsweise ungefähr auf der Hälfte jetzt. Kommt das hin? Ja, ungefähr. Dann holen wir uns noch ein paar Beutekisten. Hier habe ich direkt eine vor meiner Nase fast übersehen.
Hier, ihn holen wir uns auch. Ah, hier. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die guten Beutekisten. Lalalala. Ja, also irgendwie. Hier oben. Vielleicht. Eventuell. Jawohl. Alles klar. Oh. So. Wo haben wir jetzt die nächste? Beutekiste, wo bist du denn? Ach, Alter, ich bin auch... Ich sollte vielleicht mehr auf den Boden gucken, wenn ich nach Kisten suche. Aua, aua, aua. Dann haben wir die nächste. Oh, da kriegen wir wieder richtig schön Krimskrams zum Verkaufen jetzt. Warte. Ist die irgendwie hier drinne? Oh. Hätte man sich aber auch denken können. So, dann will ich hier nochmal gucken. Ich meine, hier war noch eine ganze Menge. Ja, gut, drei Stück immerhin. Mal sehen. Ist die hier unten? Nee, hat nicht den Anschein. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Und, ja, loggen hier. Da. Kiste. Ich habe übrigens gerade einen 7 GB Far Cry 3 Part im Upload. Und ich check nicht, warum der 7 GB groß ist, aber ich wollte den jetzt nicht auch noch... auch nicht nochmal rendern. Muss ich aber wahrscheinlich nochmal. Denn Upload-Dauer einfach mal eiskalt 1,6000. Also 1600 Minuten. Laut YouTube. So, wo finde ich denn jetzt diese restlichen Kisten, verdammt? Die habe ich. Eine müsste hier vorne liegen. Ach, scheiß doch auf die beiden Kisten. Drei Kisten sind das, na gut. Demnach, wenn dem so ist, ist die vielleicht hier wieder in dem Container drin, ne? Nee. Oben drauf. Nö. Bäh. Alles klar. Gut, dann lassen wir die Kisten jetzt Kisten sein. Aua. Und fahren jetzt... mit dem Boot heim. Saht ihr schon jemals Brote reim? Auf die Frage meinte neulich mein Bote nein. Okay, die waren irgendwie ziemlich low jetzt. Oh. Hallo. Hi. Du oder dein Bruder oder dein Verwandter, auf jeden Fall einer deiner Familie. Ups, hab ich dich übergefahren. Mensch, das tut mir ja leid. Ach ja, was ich sagen wollte, ne? Einer von deinen Brüdern hat mich vorhin angegriffen. Ne, deswegen. Nimm das nicht persönlich. So, ich guck ganz kurz auf die Map. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wo wollen wir denn hin? Dahin wollen wir. Ja, da können wir auch eine Schnellreise hinmachen. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja. Lalalala.
Oh. Also so ein bisschen müde bin ich ja schon, ne? Das muss ich zugeben. So, Mikrofon. Erfülle mich mit Spott und Hohn. So, gehe ich nochmal ganz kurz hin. Sag Munition auffüllen. Und diesen ganzen Kram, den wir eben eingesammelt haben, verkaufen. So, Dennis, wo bist du denn? Where are you? Oh, was haben wir denn hier? Wir haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling, mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör, meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen... sich umbringen. Oh. Was? Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Alles klar. Wird gemacht, Freunde, wird gemacht. Ich kenne sowas. Ich kenne solche Scheiße. So eine Scheiße. Und darum kümmere ich mich sofort. Warum ist denn hier jetzt kein Auto? Sonst steht hier immer ein fucking Auto, weißt? Aber jetzt nicht. Alter. Was soll denn das? Da vorne steht doch jemand. Ja, das ist ja nicht schwer, sie zu finden. Kommen die hier hoch? Mistviecher. Nadja? Achso, nee, sie hat sich einfach nur versteckt. Scheiße. Ja, ich würde sagen, er hat seine besten Tage hinter sich. Die Schnauze. Ach so, wir mussten sie erst alle töten. Na gut, dann hole ich mir hier ihn auch noch. Ja komm, jetzt wo wir schon Munition für sie verschwendet haben, haben wir auch ein Recht darauf, ihre Haut zu nehmen. Das ist ein Geben und Nehmen, ne? Ich gebe Geld aus und nehme Haut von ihnen. Ihr versteht. Ich gebe ihnen Kugeln dafür, dass... ich mir ihre Haut nehme. So war es das? Anscheinend. So, Nadja, was sollte das? Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redete er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Gerne doch. Volk, warum bist du? Julia. Alles klar. Na, das ist doch schön. Eine gute Tat haben wir vollbracht. Ach, ja. Immer diese Arschlöcher an Männern, ey. Naja, cool. Ein Fähigkeitspunkt.
Punkt hat uns das eingebracht. Das ist doch nice. Und jetzt weiß ich auch, weshalb da vorne kein Auto stand, denn dieses Auto haben sie benutzt, um dahin zu fahren. Oh mein Gott. So, dann reden wir jetzt mit Dennis. Und, jawohl. Na, da haben wir noch ein Symbol. Messer werfen. Jawohl, das können wir auch noch mal kurz machen in diesem Part. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Na, das wird nicht schwer. Also, wenn das so weitergeht. Alles klar. Wie geht das denn? Ah ja, okay. Und er macht direkt 10, Alter. Ich muss ein bisschen härter zielen. Du Hurensohn. Hey, selber Hurensohn, Alter. Ich schmeiß dir das gleich ins Gesicht, Junge. Pass auf, was du sagst. Oh, das war zu viel. Wobei, wenn ich mit Vollschwung werfe und aufs Rote ziele, dann dürfte er eigentlich nicht nach unten fallen. Naja, mal gucken, was er jetzt macht. Schweinehund. Nee, nicht wirklich. Also das habe ich gewonnen. Ui, 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 nice. Okay, Leute, dann versuchen wir es mal. Dafür, dass du hier um Geld wettest, bist du aber nicht gut. Ja, komm, wir machen mal als Anfänger um 50. Einfach mal sehen, wie es wird. Er macht 5 Punkte. Alles klar. Wir machen 50. Ui, ui, ui. Haben wir aber gut vorgelegt. Mal gucken, wie er nachzieht. Na, was machst du? Er macht 10, alles klar. Wir machen auch 10, okay. Ja, ich würde sagen, den haben wir gut weggeholt. Das Ding haben wir gewonnen. Oh, was war das denn? Nicht gut, nicht gut. Scheiße. Haha. Doch mal schön 50 zum Abschluss hinten drauf. Ist denn? Jawohl. Wollen wir noch mal eine Stufe höher? Revanche. Willst du Revanche? Ja gut, komm. Einmal machen wir noch. Dann reden wir mit Jason und dann beende ich die Episode. Oh, der war böse. Der war schlecht. Ja. Was? Kann nicht sein. Oh, so knapp. Alter, was ist denn da los? Alles klar, fortgeschritten sind wir definitiv noch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, der hat uns gut abgezogen, Alter. Scheiße. Du bist fast gefährlich. Halt die Schnauze. Alles klar, das war nicht so. Lassen wir das für heute. Reden wir lieber mit Jason. Ihr beide seid wieder fröhlich? Das ist schön. Was gibt's? Ach nee, wir sind ja selber Jason. Ach scheiße. Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay?
Wenn der losgeht, sichern Sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Wird getan. Aber erst in der nächsten Episode. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Ciao.